Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Und guckt mal, wir haben eine Krankheit eingefangen und auch einen Fluch eingefangen. Also mit anderen Worten, wir sind ein wenig geschwächt, aber nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt die Quest um Ferrara und Blutgebein zu Ende zu bringen. Wenn wir es nicht schaffen, weil wir zu schwach sind durch die Schwächungen, dann haben wir halt Pech gehabt. Dann müssen wir erstmal zurückgehen und uns heilen lassen. Aber wir sind jetzt kurz, wirklich unmittelbar vor diesem, oh, da ist wieder ein Feind, unmittelbar vor dem Ort, an dem wir den Ferrara finden werden und retten müssen. Genau. Und das werden wir natürlich jetzt, werden wir jetzt erstmal nicht zurückgehen, sondern werden, ups, oh ja, komm, Bogi, Bogart. Genau. Ihr seht, da leuchtet unser Kreis. Und genau deswegen werden wir jetzt nicht uns erst heilen, sondern werden wirklich versuchen, ob wir das eben auch mit der Schwächung schaffen. Das sehen wir ja gleich, oder? Alles klar, wir rennen da rein. Haha. Uduat. Hier also nimmt die Ballade. Ach, da sind auch schon wieder überall, wo die Balladen sind, fällt euch das auch auf? Überall, wo Balladenereignisse stattfinden, sind diese Holzgesichter, diese Baumgesichter. Okay. Gut, dann gucken wir uns mal um. Edelweiß. Oh, ein Edelweiß. Und? Schätze, trübe Eisscherbe. Ja, ich könnte wirklich mal bessere Eisscherben finden. Oder überhaupt bessere Scherben. Okay, ihr erinnert euch an die Ballade. Der gute Ferrara, dessen Freundin ist geraubt worden, seine Geliebte von einem draufgängerischen Blutgebein. Tja, und der Ferrara ist jetzt dann los, oder der Stellvertreter vom Ferrara, ihr wisst ja mittlerweile, wie das mit den. Oh, ist da ein Blitzer dabei, weil ich habe nämlich Schwäche Blitz. Okay, da ist der Ferrara, denke ich mal. Oh, wir werden ihm helfen. Wir werden ihm helfen. Ein Sturmchampion, ja, wir müssen mal aufpassen, der macht, glaube ich, Blitzschaden, würde ich denken. Und wir sind gegen Blitz momentan nicht gefeit. Wird auch langsam Zeit. Ja, Sterbliche? Ist das Vincents Vorstellung von Humor? Nun ja, ihr seht einigermaßen zäh aus. Ich schätze, ihr werdet die Legende von Blutgebein nicht allzu sehr beeinträchtigen. sei doch nicht Und so. dennoch bin ich neugierig, wie ihr mich Hallams Meinung nach vom Rande des großen Kreislaufs zurückholen sollt. Aber das ist wohl sein Problem und nicht das meine. Genau, weil der gute Ferrara, der wird nämlich im Laufe des Kampfes sterben. Und wir müssen ihn mit einem Heiltrank zurückholen. Wir werden jetzt mal ganz kurz nachfragen. Blutgebeins, ein großer Kreislauf. Genau danach fragen wir nochmal. Mittlerweile wissen wir, was es Bei ist. euch Staublingen gibt es eine Staubling. ähnliche Vorstellung. Ich glaube, ihr nennt sie Tod. Allerdings liegt in eurer Sterblichkeit keinerlei Eleganz oder Poesie. Gott. Jene meiner Art vergehen. Nur um ihre Magie an den großen Kreislauf weiterzugeben. Von dort kehrt sie zu unserer Art zurück und wird erneut in eine Welt hineingeboren, die solche neuen Anfänge willkommen heißt. Und dieser Kreislauf ist, wie wir ja wissen, ja, ich weiß, dass ich einen Fluch und eine Krankheit habe zum Kuckuck, aber auch, das musst du mir nicht sagen, ich weiß es. Wir wissen ja, dass der Fluss der Magie gestört ist, das wissen wir aus dem Oratorium. Ich wusste immer, dass mein Platz unter den Helden des Hofes ist. Welchen anderen Ausgang könnte es für jemanden geben, der die Bewunderung so sehr verdient hat? Oh, meine Güte, aber auch. So, ich bin Sir Sagral, damit du das mal so weißt. Er war ein vertrauter Gefährte, ein wahrer Bruder nach eurem sterblichen Verständnis der Welt. Ich habe ihm vertraut. Ich musste ihm vertrauen. Da er in meinem denkwürdigsten Lied eine derart entscheidende Rolle spielte, kann man den Krieger, der einem immer und immer wieder das Leben rettet, überhaupt anders sehen? Tja, das ist mal so eine Frage. Ich weiß es nicht. Mir hat noch kein Krieger jemals das Leben gerettet. Das ist echt noch nicht passiert. Also, ne? Aber vielleicht könnt ihr da berichten? Ich bin der Herzog der verfluchten Fomorien, Mhm. der Bezwinger von Pombero und Beschützer der Mabinogi. Ah ja. Ihr jedoch könnt mich Bruder nennen. Fein. Ich kämpfe seit 3 Zyklen an der Seite der Herren und Herrinnen des Hofs der Zauber. Meine Fähigkeiten mit der Klinge und im Bett
suchen ihresgleichen. War das jetzt ein Angebot? Sollte das ein Angebot gewesen sein von dem guten Herrn? Wir wissen ja, es ist ein Schwerenöter, der den schönen Dingen des Lebens, Wein, Weib und Gesang, durchaus zugeneigt ist. So, Blutgebeinsgefangene, wen haben wir denn da, seine Geliebte? Sie sind all mein, Siedler aus dem Westen, die nach einem Ort suchen, an dem sie sich niederlassen können. Diese armen Geschöpfe. Nie zuvor habe ich derartiges Unglück gesehen. Doch, seine Geliebte. Sie hatten ihr Lager direkt außerhalb von Uduat aufgeschlagen, auf Blutgebeins Kriegspfad. Sie hätten sich lieber selbst die Kehlen durchschneiden sollen. Das wäre ein gnädigeres Schicksal gewesen. Okay, und was sollen wir jetzt tun? Lasst mich ehrlich zu euch sein, Staubling. Ich habe noch nie erlebt, dass sich Blutgebein so unberechenbar verhalten hätte. Er kümmert sich nicht im geringsten um die Geschichte, als würde er einen anderen Ausgang anstreben. Der auch schon verderbt? Anstatt ein sterbliches Mädchen zu entführen, hat er sich diesmal ein ganzes Lager geschnappt. Männer, deshalb, okay. Frauen und Kinder. Das ist Wahnsinn. Und keinesfalls Teil der Geschichte. Und dabei dachte ich, schlimmer könnte diese Ballade angesichts meines bevorstehenden Ablebens nicht mehr werden. Aber gut, bringen wir es einfach hinter uns, ja? Ja, die Jagd geht weiter. Okay, also, dann hat sich der Blutgebein verändert und es ist tatsächlich so, dass er eben nicht nur... wo müssen wir denn lang? Dass er eben nicht nur eine Jungfrau... Mir kalt den Rücken runter. Ja, mir auch. Nicht nur eine Jungfrau klaut, sondern eben gleich ein ganzes Dorf oder eine ganze Reisegesellschaft oder was auch immer. Ich muss mich hier mal umgucken, weil hier gibt es wirklich recht viel. Gefangene befreien. Vielleicht sollten wir das zuerst tun. Dann rennen wir doch gerade mal darüber, oder? Wenn da Gefangene sind, befreien wir die auch. Da geht's rein. Komme ich da schon rein? Ja, das war ja klar. Ich komme da nicht rein. Auch hier öffnet Zelle. Ah doch, sie geht auf. Danke. Wunderbar. Danke. Ja, es war mir ein Vergnügen. Das war auch eine ganz leichte Übung. So, die haben wir also befreit. Und da müssen wir noch mehr befreien, noch mehr von diesen armen Herrschaften. Aber ich bin noch ein bisschen desorientiert. Diese Balladenorte machen mich ein bisschen wirr. So. Wer ist das da? Da ist Blutgebein. Okay. Ja, dann latschen wir halt mal da lang. Wenn wir da lang kommen, latschen wir da lang. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Dann fangen wir halt hier an. Ich bin gespannt, welche Feinde sich uns in den Weg stellen werden und ob wir mit der Schwächung, die wir haben, Fluch und Krankheit, also da hat es mich ordentlich erwischt, ob wir damit klarkommen. Hauptsache, es ist kein Sturmelf da. Weil ich nämlich momentan... Oh, du bist ein Eis. Oh, die Sturmelfen sind Eis. Ah! Gott, da ist ein Bargast. Komm mal her, Bargast. Herz allerliebster Feie, du könntest ruhig ein bisschen eifriger mithelfen. Ich finde dich doch sehr gemütlich. Ja, du hast halt einen Zweihänder. Und die sind halt einfach langsam. Ich bewundere alle Menschen, die Spiele mit einem Bienenhändler spielen. Oh, noch ein Edelweiß, schade. Weil die Waffe ist so schrecklich langsam. Nö, Plunder. Da bin ich doch mit meinem Kettenkürass deutlich besser. Klar, er ist verbessert mit Gemmen, aber dennoch ist das etwas, was man mit dem, was ich da gerade gefunden habe, gar nicht tun kann. Den kann man nicht verbessern, also bleiben wir bei dem, was wir anhaben. Ich finde übrigens, muss ich sagen, die Rüstungen und all das finde ich sehr, sehr schön. Gut, zum Plunder hinzufügen. Brennender Hammer, das gehen wir auch zum Plunder und den Magieverstärker. So. Gucken, da sind Gefangene, die wir befreien können. Dann tun wir das natürlich. Mal gucken, ob das genauso einfach geht. Lauft um euer Leben. Ja, lauft um euer Leben. Genau, macht, dass ihr rauskommt. Ganz schnell, wir haben den Weg freigeräumt. Und nochmal ein solcher Armreif. Wir könnten überall sein. Am Ende muss ich wahrscheinlich auch Armreifen für irgendjemanden suchen und bringen. Und das ist gar nicht gut, wenn ich die verkaufe. So, jetzt geht's hier weiter, würde ich denken. Da sind wir schon reingelaufen. Genau, also dann latschen wir jetzt mal hier einfach weiter. Das erinnert mich wieder an Gorgorath und daran, dass wir noch längst nicht alle... Komm her. Noch längst nicht alle... Oh, jetzt sehe ich wieder nichts. Das ist auch doof.
So, den Barbast haben wir. Oh, Elfe, wo bist du? Komm her, Stein. Sturmchampion. Oh, Sturmchampion. Komm. Ja. Haben wir alle? Wir haben alle. Gut, dann looten wir noch eine Runde. Blutgebein. Wer lässt sich diese Namen einfallen? Graborka. Wobei das wahrscheinlich Graborka heißen sollte. Also Graborka und Blutgebein. Ich bin gespannt, welchen merkwürdigen Feinden wir noch begegnen werden. Naja, komm, nehmen wir zum Plunder. Du gehst auch zum Plunder und dich nehmen wir natürlich. Da sind jetzt nochmal irgendwo Gefangene zu befreien, würde ich denken. Also dann. Und da hat es auch endlich mal einen Schatz für uns. So, macht, dass ihr wegkommt, Leute. Schatz. Schatz. Oh, Plunder. Plunder. Inventar ist voll. Ich glaube es nicht. Alles nehmen, schließen. Das ist ganz doof. Ah, verflixt. Jetzt habe ich natürlich schon wieder so die Neigung, zurückzulaufen. Ah, sind wieder Champions. Pestkranker Wichter, wir haben die Pest schon. Da sollte uns jetzt eigentlich nicht allzu viel passieren. Den Sturmchampion kann ich mit diesem Dolch nicht allzu viel antun. Warum? Weil der aus Eis ist und der ja selber Eis schmeißt. Also all die vielen Sachen, die wir jetzt liegen lassen müssen, Leute, das finde ich ganz schrecklich. Ferrara, ich finde dich irgendwie nicht sehr hilfreich. Pestkranker Wicht. Ja, ja, komm her. Wie oft kann man sich die Pest holen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich auch nicht mehr als einmal, oder? Edelweiß? Nein. Einmal hat es geklappt, wenn ich das richtig weiß. Und einmal nicht. Oder mehrfach schon nicht. Oder sind meine Fähigkeiten? Das kann natürlich auch sein. So, Sturmchampion. Goldmünzen und Weichkrabbelpulver. Tja, da vorne ist jetzt... Jetzt geht das Leiden los. Volles Inventar. Studiosus Handschuhe. Ich kann nichts mehr dazu tun. Ja, ich weiß. Aber ich kann wenigstens die Sachen nehmen. Wenn wir irgendwas ganz Tolles finden, dann bleibt es uns ja unbenommen, irgendwas anderes aus dem Inventar oder aus dem Plunder zu zerstören. Ja. Genau, macht, dass ihr wegkommt. Freut mich sehr, dass ich euch befreien konnte. Und vielen Dank, dass ihr euch bedankt habt. Ja, macht, dass ihr wegkommt. Genau. Oh, wo geht's denn lang jetzt? Hier rüber, würde ich denken. Ich glaube, dass es hier weitergeht für uns. Also trotz der Schwächung kommen wir damit immer noch klar. Oh, was ist das hier für ein Sabber? Hier läuft das mir kalt den Rücken. Ja, mir auch. Sieht so aus, als sei das Gift, oder? Ja, ich bin vergiftet. Natürlich gut, dass wir da jetzt die Lebensregeneration ein bisschen dagegen halten können. Da haben wir wieder Champions und Elfchens. Und nochmal ihr pestkranker Wicht. Ja, wie gesagt, Pest habe ich schon. Mehr als einmal kannst du mich vermutlich nicht anstecken. Komm her. Oh, ich muss heilen. Da muss man echt auch aufpassen. Weil die haben ja jetzt ordentlich Leben abgezogen, warum auch immer. Komm her, so, jetzt Sturmchampion. Jetzt gehen wir auf dich. Komm her. Wo bist du? Yes. Was, du bist ein Pestkranker? Wicht? Ah. Ferrara, komme nicht in die Nähe. Plündern. Gut, der hat bloß Kohle, das ist fein, da komme ich schon nicht in Nöte. Öffne Blutgebeinsnest. Da komme ich also noch nicht rein. Da müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Vielleicht weißt du das, Ferrara. Wahrscheinlich müssen wir erstmal hier alle Gefangenen befreien, dass wir dann an Blutgebein rankommen. Ja, ist ja gut. Tja. Diese juwelenbesetzten Armbänder, die finden wir ständig. Ob die Teile eines Quests sind? Ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich mich das frage.
Passt mal auf, kommt mal alle raus. Mit Blutgebein reden? Ich dachte, wir müssen kämpfen. Jetzt müssen wir mit Blutgebein reden. Ich glaube, ich spinne. Na gut, okay. Zumindest ist der Weg jetzt frei. Das ist ja auch schon mal was wert. Aber warum wir mit dem Blutgebein reden wollen? Sollen? Spannend. Naja gut, am Ende wird es wahrscheinlich trotzdem einen Kampf geben. Auf dich bin ich jetzt mal gespannt. Also recht. Sir Farrara, der Holde, der durch die Pfützen von Uduat stolpert, hat Hilfe erhalten. Ein derartiger Recke sollte niemals von seinem Weg abkommen. Nicht in seinem eigenen Lied. Wenn du das veränderst? Ihr, neue Ritterin, wenn ihr jetzt kehrt macht und die letzten Gefangenen zurücklasst, werde ich mein Wissen mit euch teilen. Wie es mir gelungen ist, die Dinge zu verändern. Bleibt und ihr werdet nichts als Leichen haben. Tja. Ihr tut niemandem etwas. Sollen wir das mal versuchen? Weil, mich täte ja schon interessieren, wie er das geschafft hat, das zu verändern. Aber jetzt fragen wir erstmal. Sie sind in Sicherheit. Doch wenn sich niemand um die Sterblichen kümmert, haben sie auch keine Zukunft. Ich kann sie so lange hier in Uduat festhalten, wie ich möchte. Bis sie nur noch Staub sind. Und von welcher Hexe sprichst du? Doch wohl hoffentlich nicht von unserer holden Maid, oder? Oh, ich weiß nicht, wer sie ist. Und es kümmert mich auch nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist Macht. Die Macht, diesem erbärmlichen Spiel ein Ende zu bereiten. In sämtlichen Liedern triumphiert der Streiter des Sommers, während sein Gegner fällt. Wie lange war das der Verlauf der Erzählung? Diese Existenz. Das ist kein Leben und es ist kein Tod. Es ist eine Schlinge, in der ich seit Jahrhunderten zapple. Doch das hat nun ein Ende. Ihr tut niemandem etwas. Wir probieren's. Spart euch eure Listen, Sagrell. Ich kenne das Haus der Balladen besser als ihr. Ja, das stimmt. Und aus diesem Grund sollten wir dem hier nun ein Ende machen, statt unsere Leiden noch zu verlängern. Okay, der greift an. Der Blutgebein greift an. Komm mal her, Freund. Oh, der ist hartnäckig. Ich sehe es schon. Aber jetzt haben wir ihn dann doch ein bisschen. Dann kriegst du nochmal eine Runde Magie von mir. Und unser Held. Ja, Mitaru segne mich. Genau. Wow, wow, wow. Schon wieder so ein blöder Sturm-Champion. Ah! Ah, schnell heilen! Heilen! Wo? Ich habe gerade keine Orientierung. Das ist ein bisschen doof. Komm. Nimm die andere Waffe. Komm. Was habe ich denn an Waffen gerade? Irgendwie, wo sind denn meine Feinklingen? Komm her, Blutgebein. Heide Witzka aber auch. Zum Schluss haben wir noch Goldmünzen, Gemme der Gerinnung. Ja, die werden wir mal mitnehmen. Ich denke, dass wir dann vielleicht doch was aus dem Plunder vernichten. Edles Ohr. Stahlhammer. Ach komm, wir nehmen den Stahlhammer. Den zerstören wir. Ja, ich will ihn zerstören. Zurück. Und dann werden wir, komm her. So, Gemme der Gerinnung. Wir müssen jetzt mit Farrara sprechen. Das war jetzt, finde ich, ein bisschen unübersichtlich. Goldmünzen, ja, das können wir alles mitnehmen. So, wir gucken noch, was hier unsere Elfchens haben fallen lassen. Primitive, das macht uns jetzt nicht keinen Kummer, wenn wir das nicht mitnehmen können. Lasst uns aufbrechen, Sagrell. Gut genau. Gemacht, Sagrell. Ihr habt euch dieses Namens wahrlich würdig erkannt. Dankeschön. Hallams Vertrauen in euch war gerechtfertigt. Ja. Ich weiß nicht, was ich von Blutgebeins Geschichte halten soll. Aber sie klingt nach der Wahrheit. Ja. Wir müssen zu Wenzen zurückkehren und ihm berichten, was wir hier in Uduat erfahren haben. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Dann lebt mal wohl. Wir müssen weiter. Ja, genau. Ob wir das jetzt aber sofort machen, ist mal eine andere Frage. Wir haben hier noch einen Haufen zu tun. Ich muss mal ganz kurz... Ja, da waren wir jetzt quasi überall. Farrara, Siedler, die flüchten alle, oder? Absprungspunkt. Da haben wir einen Felshaufen. Nein, wir haben ihn nicht übersehen, sondern wir können ihn nicht, genau, wir können ihn nicht mitnehmen.
Es leuchtet da noch irgendwas? Das sieht mir sehr leuchtend aus, oder? Wir gucken mal, was es ist. Blutgebeins, große Kiste. Wow. Feinlabe. Was haben wir denn drin? Wunderkinds Großschwert, edle Reinenroben. Ach Mensch, Frau Hawk. Komm, dann hauen wir noch irgendwas, irgendein weißes Plunder hauen wir noch weg. Was haben wir denn da so? Primitive Leinenroben zerstören. Ja. Ja, genau. So, zurück. Dann nehmen wir diese beiden Sachen mit. Legen sie aber direkt ins Plunder. So. Wird Zeit, dass wir mal irgendwann, ich sollte vielleicht doch mal irgendwann in einen Kaff gehen. Nur damit ich die Gelegenheit und die Möglichkeit habe, noch einen Rucksack zu kaufen, weil das ist ja schon wirklich ziemlich... Gut, wir versuchen mal, ob wir da rumkommen. Das ist ja nämlich schon irgendwie, finde ich, ja, mit 80 Gegenständen, weil ja die ganzen Reagenzien, die wir haben, auch zählen. Das ist so ein bisschen das Problem. So, da kann ich abspringen. Yes, also dann hüpfen wir. So, und ihr flüchtet bitte alle. Hallo. Genau, hallo. Hallo, schön, dass ich dich retten konnte. Hatte recht. Es war ein Fehler, meine Heimat zu verlassen. Ja, das ist manchmal nicht ganz einfach, ne? Wenn einer eine Reise tut und so. Oh, da ist schon wieder ein Buggy. Ja, ich brauche keinen Abrechnungsmodus zum Kuckuck, aber auch kommt da noch mehr. Trotz Flüchen ist das durchaus machbar. Ich muss mal gucken, ob ich einen Genesungstrank habe. Vielleicht sollte ich da sowas mal kaufen. Lass mal schauen. Konsumgut. Magieverstärker, Erfahrungsverstärker. Giftschutz, Giftschutz. Einfacher Hartpanzer, Heiltrank. Mana-Trank, Lebensregeneration, Schattenprisma. Ach, mit denen könnte man eigentlich auch arbeiten. Die machen ja ordentlich Bumm. Okay, ihr Lieben, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir kehren wieder ganz kurz zurück. Da gibt es dann noch eine Menge zu tun, das werden wir auch machen. Aber erstmal gehen wir zurück nach Gorhard, verkaufen unseren Plunder, lassen uns heilen, gucken mal, ich denke mal, wir gehen zu Nanne. Mal gucken, was so ein Genesungstrank kostet. Ich grüße euch. Hallo, ich bin's schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich nach Karts Verrat je wieder einen neuen Lehrling aufnehmen werde. Das beweist mal wieder, dass wir Gnome lieber unter unseresgleichen bleiben sollten. Nee, so kann man das jetzt nicht sehen. Guck mal, ich bin doch auch eine Nette. Jetzt verkaufen wir erstmal den Plunder. Schadensverstärkung. Läuterungstrank, was bist du? Halt alle nicht magischen Krankheiten. Okay, und was kostest du? Du bist gar nicht so teuer. Ja komm, wir kaufen einfach mal 6. Frostschutz, Giftschutz, Heiltrank. Ja, wir sollten noch ein paar Heiltränke kaufen. Aber ich könnte ja auch mal versuchen, selber welche zu machen. Blutaugen, Kappen der Lähmung. Lebt wohl. Genau, lebt wohl. Was wir vielleicht auch noch machen sollten, lass mal ganz kurz gucken hier in unser Inventar. Schauen, ob wir noch irgendwas... Das wird sie nicht kaufen. Stahldolche tun wir weg. Die Omniklingen, die behalten wir nochmal. Die finde ich irgendwie nicht so schlecht. Stab. Chakramkampf verkaufen wir auch. 27, 29. Begierde. Wow. Begierde. So. Wir haben jetzt wieder Quests eingesammelt. Da sollten wir uns jetzt mal so langsam drum kümmern, finde ich. Knochenlederrüstung. Kettenstulpen. Leinenhandwickel. Da kann ich halt noch was dran machen, ne? Dann sollten wir vielleicht mal kurz gemmen. Das ist das geklaute Zeug. Zum auch mal zum Plunder. Zeremonielle Beinschienen. Kochlederstiefel, die finde ich ziemlich cool. Weil noch ein bisschen Lebensregeneration wäre ja eigentlich nicht schlecht, oder? 37, 18, du kommst weg. Die tun wir auch mal zum Plunder. Und auch hier kann ich noch ordentlich was ranmachen. Gut, wir gehen mal ganz kurz Gemmen schleifen, Leute.
Halt, wir verkaufen noch mal einmal ganz kurz Plunder an Nanne. Ich weiß nicht, ob ich nach Karts Verrat... Ja, was immer du nicht weißt, ich weiß es auch nicht. Du hast keinen Rucksack für mich, gell? Nee. Schade. Hat je wieder einen neuen Lehrling aufnehmen werde. Leg doch, wohl. Bestimmt, irgendwann. Kann immer mal auf die Nase fallen, deswegen sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. So, jetzt lassen wir uns kurz heilen. Den Krankheitstrank nehmen wir mit, den werden wir brauchen. Wenn wir jetzt hier sind, lassen wir uns heilen. Dann werden wir noch kurz Gemmen schleifen. Hey. Ja, ist ja gut. Gemmen schleifen finde ich gut. Ah, das macht nämlich Spaß. Heil mich. Kann ich euch helfen? Oh ja, oh ja. Wow, das wird immer teurer. Egal. Was soll's. Ich danke dir, meine Gute. Gut. Müssen wir ganz kurz gucken, ob wir diesen Kriegsgeweihten da unten was erzählen können. Möge mit Haro uns gnädig sein. Weil, haben wir denn so eine halbe Quest abge... Na los, ich habe euch die verfluchte Empfehlung gegeben. Jetzt macht etwas daraus. Ja, das werden wir auch noch machen, aber ich finde das eben bei Weitem nicht so interessant wie diese feinen Questreihe. Also, Kriegsgeweihte sind doch tendenziell langweilig. Ach, da haben wir ja auch noch diese Quest von der jungen Frau. Die, deren Geliebter, wo wir die Todesmeldung hatten. Da müssen wir noch in irgendeinen Kaff gehen. Das machen wir auch noch alles. Jetzt machen wir erstmal Gemmen, Leute. Wäre ja cool, wenn wir noch eine mit Lebensregeneration machen könnten. So. Herstellen. Also erstmal eine Funktionsgemme. Nee, warte, wir gucken erstmal, was man... Genau, wir gucken erstmal, was man... aufwerten kann. Makellos. Ach, guck an. Ach, cool. Ja, wunderbar. Ja, dann machen wir das doch auch, oder? Wir machen makelloses Zeug. Wenn wir das können, machen wir das. So kann man das auch so ein bisschen sich erleichtern. Also, sich erleichtern im Sinne von, man kann funkelnde... Ach, das ist ja heiß, makellos, funkelnd. Ja, das machen wir doch alles. Trübe Giftscherbe. Okay, jetzt gucken wir mal. Wunderbar. Wir stellen jetzt her Funktionsgemmen. Und zwar, wenn wir mal die makellose physische nehmen. 1,5 Lebensregeneration pro Sekunde. Wow. Und was ist mit der Feuerscherbe? Auch nur 1,5. Gemme der Erneuerung. Na gut, dann nehmen wir die Feuer, oder? Weil da haben wir zwei von. Bestätigen, ja wunderbar. Das ist schön. Lebensregeneration finde ich ganz wichtig. Was können wir nochmal? Genau. Schutzscherbe, makellose Feuerscherbe. 17%. Plus 17% Leben. Wow. Und bei Gift? 14% Leben. Das ist so cool, ey. Makel, Quatsch. Das ist blöd, dass das immer runter rutscht hier. Und noch irgendeine Magiescherbe. Makellose Eisscherbe. 17 Leben. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. So, genau. Und dann machen wir hier nochmal. Genau, eine Lebensregeneration. Kann ich da noch eine machen? Nee, kann ich nicht. Okay. So. Sollen wir mal gucken, ob wir einfassen können. Studiosuskeitschild. Das ist ja das, was ich habe. Dann werden wir mal da die Gemme der Erneuerung dran machen. Und das Gemme der Geringung. Warum nicht? Genau. Dann haben wir hier noch diese Leinenhandwickel. Da sollten wir... Was haben wir denn an Waffen? Waffengemmen? Haben wir da noch irgendwo eine... Was können wir dem noch tun? Ich bin auch doof. Waffengemmen. Verflixt man aber auch. Mensch, Frau Hawk. Einfassen. Wo kann ich noch was einfassen? Na, in der Waffengemme.
Genau. Gemme der Erneuerung. Leinenhandwickel. Rüstung brauche ich, genau. 17% Leben. Komm, dann machen wir mal das 17 Leben. Genau, dann ziehen wir die nämlich an. Dann brauchen wir jetzt noch eine Rüstungsgemme möglichst. Ach, ich gehe immer eins zu weit. Noch eine Rüstungsgemme, die mir vielleicht die Möglichkeit gibt. Funkelnde Magiescherbe. 24 Rüstung. Ist doch nicht schlecht. Genau. Die knallen wir jetzt in diese Handwickel rein. Und dann haben wir hier nämlich ordentlich, genau. Genau, dann ziehen wir die jetzt auch noch an. So, dann lass mal gucken. Oh, Erfolg freigeschaltet. Rohdiamant, na siehste. Da werden wir nicht meckern. Oh Quatsch, was bin ich? Mache ich denn jetzt schon wieder? Sekundäre. Quatsch! Jesus, Leute, sorry. So, dann nehmen wir jetzt diese Handwickel. Guckt mal. Oh, man sieht sie kaum, aber... Und die Kettenstulpen gehen wir zum... So. Da kann ich nichts machen mehr zusätzlich, aber ist egal. So. Okay, ihr Lieben, jetzt haben wir genügend hier gezaubert. Und ich denke, jetzt machen wir Schluss. Folge geht schon wieder eine Weile und dann werden wir zurückkehren nach Ettinmeer und werden dort, das kann ich euch versprechen, werden dort erstmal versuchen, weitere Quests zu lösen, damit unser Questlog mal ein bisschen leerer wird. Ja, ich bedanke mich, ihr wisst schon, ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen noch viel schöneren Abend und ein tolles Wochenende. Bis bald. Tschüss!